diese Suizid vorher, es hat zu tun mit unserem rassistischen System. Und ich denke, das ist sehr wichtig, so zu sehen. Es ist nicht die Suizide, die wir kennen, dass jemand geschieden ist und springt auf die Brücke oder wenn jemand irgendwie etwas, sein Haus, ihr Haus verloren hat. Diese hier, was ist passiert, zum Vergleich von USA, in den USA wird so, rassifizierte Menschen, also nicht weiße Menschen, wenn sie gestorben sind, wir wissen, dass es jede Zeit, es konnte so Schießerei sein. Hier ist etwas anders. Ich habe keine Angst, gestoppt zu werden. Was ich große Angst ist, dass, wenn die Polizei mich mitnimmt. Und dann am Ende, es kann sehr gut vorkommen, dass man sagt, hey, Mo war sehr nervös, Mo hat so viel Stress, hat sie sich umgebracht. Nein, wir lieben unser Leben. Wir sind nicht hier gekommen, um hier zu sterben. Und deswegen alle diese gewaltsame Tode, für mich im Schweizer Kontext nenne ich Helvetide. Das ist eine Art von Helvetia, Suizide, Genozide und alles. Und ich möchte, dass wir ein paar Namen von verstorbenen Menschen, die letzte 10 Jahre gewaltsam in Polizei gewaltsam oder in diesem rassistischen Asylsystem umgebracht. Khalid. Bitte sag mit mir diesen Namen. Khalid. Khalid. Khalid Abu Sarifa ist am 3. März 1999 ermordet. Samson. Samson. Wir müssen diese Namen immer wieder nehmen. Wir müssen diese Menschen nicht vergessen. Samson Chuku ist am 1. Mai 2001 in Wallis ermordet. Kemal. 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 Kemal ist 20 Minuten von hier in Bethlehem. Ermordet. Hamid. 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 Hamid ist im September, 20. September 2001 in Chur. In Polizeistation ermordet. Claudio. 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 Claudio ist am 29. April in Kanton Zürich gestorben. Jaja. 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 Diese sind nicht Suizide, die sind Helvetide. Jaja Bakayoko ist am 3. Juni 2004 in Basel ermordet. Anthony. 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 Anthony ist am 1. September 2004 in Bellinzona gestorben. Osman. 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 Osman ist am 3. Januar 2007 in St. Gallen ermordet. Al-Hussein. 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 Al-Hussein ist am 5. März 2007 ermordet. Mariama. 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 Mariama ist am 25. August 2007 in Genf ermordet.
Abdi. 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 Abdi Daoud ist am 23. Mai 2008 in Zürich ermordet. Andi. 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 Andi Betsam ist am 30. Mai 2008 in Basel ermordet. Das ist wirklich nichts zu sehen. Es sind Helvetide. Josef. 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 Josef Chiakwa ist am 17. März 2010 in Zürich ermordet. Medina. 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 Medina Yassin Suleiman ist am 18. März 2012 in St. Gallen ermordet. Oleg. 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 Oleg ist Nacht vom 11. auf dem 12. November 2012 in Zürich ermordet. Ilhan. 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 Ilhan ist am 4. Januar 2013 in Zürich ermordet. Und ich erinnere mich ganz gut an Herve. Eine seiner Familie ist hier hinter mir. Er hat 3 Schüsse von Polizei gekriegt in Lausanne. Bitte sag seinen Namen. Herve. 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 Herve ist am 6. November 2016 in Bex ermordet bei der Polizei. Subraniam. 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 Subraniam ist auch eine traurige Geschichte. Die Polizei hat eine die Polizei sagt, er hat ein Messer gehabt. Und klar, auch er, wenn er ein Messer gehabt wie das schwarze Kind in USA, eine Woche vor George Floyd Tod. Ihr kennt die Polizei mit all ihren Waffen. Was sie gemacht haben von Subraniam, sie haben ihm direkt im Herz erschossen. Subraniam war nicht gefährlich, die Polizei sind gefährlich. Wenn die Polizei muss eine Pistole, dann am wenigsten konnten sie ihm auf die Beine schießen. Lamin. 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 Lamin ist auch in Lausanne in Polizeigewahrsam am 24. Oktober 2017 ermordet. Wir sind auch dort gewesen in einer Demo und traurig, genau nach Herve, und dann kam Lamin und genau in Lausanne. Mike wurde auch von der Polizei ermordet. Bitte sag seinen Namen. Mike. 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 Kollektiv Kiboko kämpft bis heute von Mike. Mike wurde am 1. März 2018 in Lausanne ermordet. Und die Geschichte von Herve hat es nicht geendet wie George Floyd. Die Polizei, Polizist der Herve, 3 Schüsse auf seine Herz geschossen. Er hat 30.000 Schweizer Franken bekommen als Sorry. Und am Ende ist Salah. Bitte sag seinen Namen. Salah. 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 Salah war lange in Deutschland und dann in Basel. Und durch dieses rassistische Asylsystem, er wurde es mehrmals, ob es im Gefängnis oder bei der Polizeiposten gebracht, und am Ende hat diese Helvetide am 30. Dezember 2019 stattgefunden.
Bitte sag's mit mir. Helvetide! Helvetide! Stopp, Helvetide! Stopp, Helvetide! Stopp, Helvetide! Diese sind nicht Suizide! Stopp, Helvetide!